ganz kurz, das Buch handelt vom Gesamtschullehrer Fabi Dreher. In einem Satz zusammengefasst, der muss unbedingt dafür sorgen, dass seine Schüler eine gute Lernstandserhebung schreiben, sonst verliert er sowohl seine Frau als auch sein Auto und auch noch seinen Job. Und jetzt ist die Frage, wie kann man die Kids motivieren? Ein Freund von ihm, Ben, sagt, pass auf, wenn du willst, dass die Grammatik lernen, dann mach doch nicht irgendwie hier diese langweiligen Schulbuchbeispiele, sondern lass die selber Texte mitbringen, die du dann analysierst. Gesagt, getan, Tarek aus einer Klasse bringt Haftbefehl mit, Schabos wissen, wer der Babo ist. Daran lässt sich natürlich schlecht Grammatik unterrichten. Und Ben hat jetzt eine zweite Idee. Und das lese ich jetzt mal eben vor. Fabi, du nimmst einfach ein eigenes Rap-Lied auf. Ben strahlt mich an. Du machst ein paar schlechte Reime, verteilst in deinem Text Beleidigungen und benutzt massenhaft Füllwörter, also alles so wie in normalen Rap-Texten. Aber, und das ist das entscheidende Neue, innerhalb des Liedes sind im Subtext die Messages eingebaut, die du an deine Schüler weitergeben willst. Einige auch direkt und offensichtlich. Ben kramt einen gefalteten DIN A4-Zettel aus seiner Hosentasche hervor, streicht ihn auf seinen Knien glatt und geht die einzelnen Zeilen mit dem Finger ab. Hier, das spiele ich dir jetzt vor, sagt er und hält mir das Blatt vor die Nase. Dann springt er auf und wirft die CD in die Playstation. Bitte nicht, flüstere ich. Ich werde das jetzt übrigens nicht rappen. Das wäre mir unangenehm. Ich werde es rhythmisch sprechen. Aber wenn mich der Beat packt, könnte es auch ein bisschen zur Sache gehen. Also, Ben rennt. Schabos wissen, wer der Dreher ist. Bizeps Fabi ist er, der im fetten Opel Corsa sitzt. Er ist die Grammatik-Bitch. Wissen, wer der Dreher ist. Er ist Babbo, der dir hilft, dass du gute Noten kriegst. Bücher liest, kein Frust mehr schiebst. Schreib das ab, du Milchgesicht. Besorg dir einen Stift. Bevor der Babbo Dreher kommt und hypersmooth die Tafel wischt. Kollege, wie sieht's aus? Endlich Lust auf Lernlamm? Dann hat Karl, Onno und Inge und Charlotte es notwendig finden, dass die Polizei unterstützt werden muss. Eine kurze Stelle, die auf dem Revier nach dem vierten Einbruch spielt. Peter Runge ist der cholerische, wie Karl sagt, Ostsee-Sheriff. Maren ist vor allem überfluss die Patentochter von Karl, die im Moment der Feind ist, weil sie selber Polizistin ist. Und Runge stieß sie vom Schreibtisch ab und wippte ungeduldig auf die Fußspitzen. Ergebnisse? Maren bemühte sich um einen sachlichen Ton. Wir haben bis jetzt 57 verdächtige Personen, die in diversen Gärten und Straßen gesehen wurden. Ihre Größe schwankt zwischen 1,35 Meter und 2,20 Meter. Sie verfügen über 12 unterschiedliche Nationalitäten, sind sowohl männlich als auch weiblich. Das Alter differiert zwischen 13 und 75. Ach so, und es gibt in den meisten Fällen auch auffällige Merkmale, unter anderem Sonnenbrillen, Tätowierungen, stark behaarte Hände, grüne Haare, mehrere Helme, drei hatten ein kürzeres Bein, ein Verdächtiger lief auf allen Vieren und einer saß im Rollstuhl. Sie hob den Kopf und sah ihren Chef freundlich an. Leider wurde kein einziger Verdächtiger von mehreren Zeugen beschrieben. Jeder hatte seinen eigenen. Peter Runge schlug wütend mit der flachen Hand auf den Tisch. Das kann doch nicht wahr sein. Herrgott, auf dieser kleinen Insel passiert ein Einbruch nach dem anderen und wir finden nichts? Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Das ist genau das, was Karl sich...